Hey Leute, wir begrüßen euch wieder zu Monster Hunter 3 Ultimate. So, wir haben angekündigt im letzten Part Giginox, ne? Giginox wird ja ausgesprochen, oder? Du bist Ja, Kenner. Giginox. Und jetzt fällt mir ein, ich wollte nicht essen, naja. Diesmal trage ich Langschwert mit Feuerelement. Und ich Morphaxe mit Feuerelement. Ja, und unsere Rüstung gibt uns noch mehr Firepower, das heißt, wir brennen innerlich. Das ist gut, weil der Giginox nämlich eine Feuerschwäche hat. Und dann kommt kurz meine Maus ins Bild, damit ich das dazu machen kann. So, ja, ich habe sogar noch mehr Feuer als er, weil haha, ich habe mir Dekoration auf Feuer plus 2 gemacht. Oh yeah, hast das auch, meine? Nein, doch was meine Waffe, aber an sich stärker. Das ist eine Lüge. Ja, ich kann die auch, wenn ich nicht mehr aufbessern will, brauche ich Pluszeug, ne? Ja, siehst du. Das Geile ist, ich weiß gar nicht, welche Farbe die Waffe hat und mir wird die ganze Zeit von denen gesagt, die ist grün. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben. Ich guck's mir dein Video an. Ach so, ach ja, die ist wirklich grün. Ja, das ist eine Kuropeko. Ja, aber die ist irgendwie von mir aus, als wäre sie aus Stahl oder so irgendein Scheiß. Ja, also sie ist nicht komplett grün. Also noch ein paar andere Farben dann, aber also die Grundfarbe ist eben grün. Scheiß Katze, gib meinen Trank wieder hier, Dankeschön. Ach so, ein 5, ja, was, ja. Er ist Wo ein ist der 5. Trank? Er schreit und da ist er. Er ist hässlich. Ja, weißt du, eigentlich müsste ich meinen Erz abbauen. Er ist als Kategorie durchgegangen, also Monster Hunter 3 ist er durchgegangen als das nervigste Monster. Ja, und sein Gift, ne? Obwohl ich Oh. finde, dass es viel nerviger gibt als ihn, aber. Er ist toll, ist, man weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ich meine, er schreit aus beiden Enden. Der Gignox hat noch andere Fähigkeiten, die nicht so gut sind, aber Ja, wahrscheinlich wird warum es, schreit er also zweimal? für uns nicht so gut sind, das wird er wahrscheinlich auch noch oft genug zeigen. Wie zum Beispiel die Walljumps, die er drauf hat. Er springt an die Wände und macht halt so Kackattacken oder Ja, er macht ich halt hasse einen das, wenn er der Decke Jump ist. drüber. Er springt drüber, er kann auch an die Decke springen, er kann schreien wie ein Weltmeister. Ja, warum schreit er denn jetzt so viel? Ne? Aber Seht ihr, jetzt jetzt hängt er an der ja. Decke. Das ist so sein. Was macht er jetzt? Achso, jetzt spuckt er Gift. Oh, das ist aber Ich habe mich natürlich treffen gelassen, nett. Vorführeffekt. Hat keiner gesehen, keine Sorge. Ich habe mich nicht treffen gelassen. Ja, ich hab jetzt auch noch nicht groß getroffen, ey. Ja, war ich ganz nett aus. Der Giginox ist relativ schwer einzuschätzen, da er ja. Oh, das Er kann sich Geschrei nervt ja strecken ohne wirklich. Ende, das gibt's gar nicht. Zum Beispiel das da. Was wir nicht gesehen haben, weil wir hinten dran sind. Und wir sind auch vergiftet, ja. Oh, die Attacke ist neu, die kann an drei nicht. Doch, die kann er da auch. Nein, aber nicht so in der Aussicht. So sieht es jedenfalls nicht aus, wenn er die Attacke macht. Echt? Ja, ich weiß, dass er so dann hochspringt, da kommt eben einfach aus allen seinen Enden Gift. Nein, er lässt sich fallen. Er lässt sich vor vorne flatschen. Aber er macht nicht so. So, jetzt sind wir eigentlich übelst am Ar Ja, komm mal auf mit dem Ach. Gift, ja. Ich bin eh vergiftet, daher kann ich Gift rausholen. So, mal sehen, wie lange für ihn jetzt hier brauchen. Also das ist so ein Monster, was man eigentlich nicht gerne bekämpft, ne? Nein. Nicht gerade das, ja. Also ist bis jetzt schon nerviger als Diabolus. Ja, weil der Kampf könnte sogar länger dauern, weil er sich die ganze Zeit an der Decke verpieselt. Und ihn einfach nicht treffen. Davon nicht treffen lassen, das ist sowas Ja, wie wenn Ratian oder der Rathalos euch beißt und dann Giftattacke und genau, dann. dann bist du in seinem Maul und dann bist du auch direkt vergiftet, ne? Wenn Ja. du länger drin bleibst. Dann macht er seine Attacke. Ja, oh, komm. Oh, ey. Wenn da zu nah dran bist, kannst du gar nicht mehr ausweichen. Schön, erst alle meine Erste-Hilfe-Tränke sind schon weg. Wenn wir jetzt gegen den verkacken, ne? Ich bin gegen Aknaktor, aber verkacken gegen ihn. Ja, dann sind wir Gangster. So. Ja, ah, jetzt kommt meine Waffe dann nicht durch, oder was? Ah, und der chillt da, der hätte ich mal angreifen können. Ich habe gerade überlegt, ob ich meine Schockfalle bringe, aber ich glaube, da bringe ich dann. Oh. Er ist im nächsten Blitzbomben Raum. bringen übrigens bei ihm überhaupt nichts. Ja, weil er keine Augen hat. Er hat schon Augen, aber er sieht nichts. Er hat Augen? Ja, dieses, ich glaube, dieses vordere Schleim oder so soll Augen darstellen oder sowas.
So viele Tränke habe ich. Er kann übrigens, wie man hier gerade sieht, oh, er hat eine Bombe gelegt, er kann Bomben legen. Ja, da kommen die kleinen GGs raus, ja. Er kann Bomben legen und er kann Eier legen, da kommen dann die kleinen GG-Viecher da raus. Ja, und da ist ein... Ach ja, wow, da trifft er mich mit so einer... Ey, warum bin ich immer noch vergiftet? Jetzt war ohne Scheiße. Da hat er mich gerade wieder mit Gift getroffen, ich weiß es nicht. Oh. Ja, die kann auch ohne Gift. Die Attacke. Und ohne Gift ist sie überhaupt nicht gefährlich. So. Eigentlich könnte ich mal schnell noch 6 abhauen für ein Lichtkristall. Ne? Oh. Jetzt habe ich mich weggebombt. Oh Gott, ich bin verwirrt, ich bin vergiftet, ich bin fast am Arsch. Dankeschön. Kein Problem. Also wenn jemand verwirrt ist, einfach mal zutreten. Zutreten, dagegen hauen, irgendwie. Kann man nicht in Kontakt herstellen. Erstmal schön wieder ins Gift reinspringen. Also ich hätte irgendwie so ein... So oft, wenn man hier vergiftet ist, so viel Gegengift... Dinger kann man gar nicht mitnehmen. Na, schätze mal, der... Man kann sich auch nur... Es gibt auch Rüstungen, in die Rüstung kann man Fähigkeiten reinbauen, dass man nicht vergiftet sein kann. Das wäre zum Beispiel die Froggy-Rüstung. Die hätte ich übrigens anziehen können. Was ich aber nicht getan habe. Verdammt. Oh. Echt? Wieso komm ich? Boah, ey. Ha, ich wurde nicht getroffen. Ha, ha. Ha. Wieso komm ich denn nicht durch mit meinem Schwert? Wollen die mich verarschen? Ich hab doch eine Schärfe. Oh. Er ist wirklich ein nervender Gegner. Ich hab bei den ganzen anderen Monstern noch nicht so viel Trink verbraucht wie jetzt. Oh ja. Kann ich genauso sagen. So, wir... mach mal eine Abkürzung nach 6. Lichtkristall, 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 Sonnenjuwel, Erdkristall, Eiskristall. Ich brauche auch noch welche. Ich brauche auch noch was. Wetzerstein, naja, kein Lichtkristall. Aber man kann ihn auch hier in den anderen Gebieten kriegen. Habe ich letztens nämlich bekommen. Aber jetzt hier, ich möchte meine Kameraden nicht ganz halt im Stich lassen. Schockfalle funktioniert bei Ihnen, oder? Schockfalle funktioniert, ja. Natürlich, ne? Oh. So, dann legen wir mal eine Falle hier. Da schreit der erstmal. Wenn ich so einen Eiszapfen trifft, ist es bestimmt vorbei. Ja. Nein, da macht eigentlich fast keinen Schaden, aber du fliegst halt schon. Doch, das ist ein Eiszapfen. Ne? Da macht mehr Schaden als jeder Drache hier. Mehr so, wenn so ein 2-Tollen-Viech über dich drüber rollt. Ja, wir denken alle, er springt nach vorne, aber nein. Ach ja, komm doch. Also alle bleiben da munter stehen und denken so, hey, komm, lass dich jetzt da drauf fallen. Tu's. Ja, Alex, cool, wert ab, bam, getroffen. Wenn er es jetzt einfach fallen lässt, dann, ja. Hm. In die falsche Richtung rennt. Jetzt mal ohne Witz hier, ne? Also, in meine Fallen laufen die Monster nicht gerne, ist mir aufgefallen. Geht doch. Jetzt verprügeln wir ihn erstmal einfach so, solange er wehrlos einfach da liegt und hier ein Elan noch. Ah. So, jetzt hat er vermutlich den meisten Schaden bisher im ganzen Kampf bekommen. Er humpelt direkt. Ja, also so Fallen, ne, lohnt sich echt, wenn wirklich, ich stell mir vor, also wenn alle 4 Spieler jeweils beide Fallen mit haben, das ist dann extrem, also. Ja, wenn alle 4 Spieler auf den auf das Vieh in der Falle rein draufhauen, das ist dann natürlich optimal. Ja, naja, also ich denke mal, wenn man zu einer Falle ist, dann weiß man schon, da soll man dann draufhauen. So, und jetzt liegt er zum ersten Mal und meine Schärfe ist runtergegangen, verdammt, ich komm nicht mehr durch. Bombe. Wo komme ich denn hier noch durch? Hey, ich komme durch ihn nicht mehr durch. Ja, was wird denn los hier? Ich hab doch... Ja, Genus ist gut. Komm her. Mini-Wettstein. Ich hab doch einen gut. Oh, ich wollte schon sagen, habe ich keinen Mini-Wettstein dabei. Ja, wäre bei mir neu. Ey. Ich bin doch der Meister der Schärfe hier. Und jetzt komm mal runter hier. Komm schon, wir haben dich gleich down. Hier. Dann sind wir bei 10 Minuten, dann haben wir doch eine gute Zeit hingelegt. Komm, hier ist ein bisschen länger vor. Ja, nur weil er so nervt. Ja. Weil man so viele Tränke verbraucht hat schon. Alter, ey. Jetzt am Schluss will das aber nochmal wissen, ne?
Ja, der hat doch eben gehumpelt, ne? Was muckt der denn jetzt immer so, ey? Hat schon wieder eine Bombe gelegt, Alter. Ja, ich bin verwirrt. Jetzt gibt er mir eine und ich hab's überlebt. Und der gibt mir noch mal eine. Das hätte ich nicht mehr überlebt. So, ein Megatrank, danke. Einfach mal direkt verteilen, ey. Und das ist, ja, komm, der Megatrank war jetzt so nutzlos einzusetzen, ey. Da hau ich nochmal zu, immer tot, ey. Ja, sieht schön aus, wenn er stirbt. Er sieht einfach generell nicht schön aus. Es ist einfach so, ne? Das kann man es auch sagen. Ah, deine Rüstung sieht so Dracula-mäßig aus, ne? Mhm. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen Haut, ja. Jetzt habe ich schon eine dicke Giftdrüse. Geil, jetzt kann ich meine Waffe verbessern. Ich habe nur noch eine einzige Spitzhacke. Mal schauen, ob wir neu besorgen. Ja, 11 Minuten. Wen haben wir davor gemacht? Ach, Aratalus, ne? Ja. Weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Zu lange her. Alex, frag dich. Ach, Alex, ey. So ein Penner. Warte, bis ich ausgenommen hab, ne? Ja, der sagt eigentlich nichts, ne? So. Eisenerz, so, wir farmen hier noch ein bisschen, weil wir sind ein Rätsel-Amulett ganz am Ende noch bekommen. Das freut mich aber, du. Quest erfüllt. Ich habe echt damit gerechnet, dass wir an manchen Monstern Probleme haben, aber irgendwie wir sind richtig gut dabei. Helios, wie gesagt, Giftdrüse, Haut, Klaue, Kugeln. Ich hatte jetzt 6 Giftdrüsen in der Box. So, mal sehen, was mein Rätselamulett mir bringt. Ranger plus 6. Okay. Keine Ahnung, was Ranger die Fähigkeit bringt. Tja. Ich weiß auch nicht. Ich muss später gucken, Ranger, das erinnert mich irgendwie so an so einen Jäger, so Fänger, weißt du, so. Vielleicht sind, keine Ahnung. Vielleicht ist da irgendwie was effektiver? Ich weiß es nicht. Kann ja alles sein, ne? Kann ja alles sein. Gut, Leute, das war's mit den Jiggy Noxauer. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.